Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und heute gibt es die zweiten Holzbastel-News. Der wichtigste Grund für die Holzbastel-News heute ist die Auflösung des Gewinnspiels von vor 2 Wochen, des 1000-Abonnenten-Gewinnspiel. Ich habe ein paar Neuigkeiten, welche Projekte, das ich in Zukunft vorhabe und noch ein paar andere Dinge. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Ich muss leider mit einem etwas ernsteren Thema anfangen. Es geht um negative Kommentare auf YouTube. Viele andere Kanäle machen es mittlerweile so, dass sie sich dann fürchterlich darüber aufregen, wenn ein negativer Kommentar kommt. Ich bin da relativ entspannt. Ich finde es nicht so schlimm, wenn mal ein Kommentar kommt, der nicht heißt super klasse Video, sondern, also ich freue mich auch über die Kommentare sehr, aber es gibt halt auch Kritikpunkte. Und die finde ich auch gut. Ich möchte nur ich habe nur eine einzige Bitte. Wenn ihr eine Kritik an einem Video habt, dann schreibt bitte rein, was ihr denkt und schreibt bitte auch irgendwie eine Begründung dazu. Mit einem Kommentar, der so sinngemäß heißt, scheiß Video, alles falsch, kann weder ich noch die anderen Zuschauer was anfangen. Also schreibt bitte rein, warum, was für Fehler ist im Video. Ich bin Hobbybastler, das heißt, ich bin kein Fachmann. Weder bin ich Tischler, noch bin ich Zimmermann, noch bin ich Elektrofachkraft oder sonst irgendwas. Deswegen mache ich Fehler, ja. Und ich möchte in dem Kanal im Grunde eigentlich nur zeigen, was ich mache und wie ich es mache. Deswegen passieren da Fehler. Aber ich bin mir auch darüber bewusst, dass die Fehler sich vielleicht andere abschauen bzw. das falsch sehen und dann nachmachen. Deswegen wäre es mir sogar wichtig, wenn irgendwelche Fehler sind, weist mich darauf hin, schreibt es in die Kommentare rein, aber benennt den Fehler. Ich werde, wenn das dann wirklich so ist, dass man sagt, okay, das ist ein Fehler, entweder ich spreche noch an, ich baue es ins Video noch ein oder ich pinne den Kommentar oben an, dass man es auch wirklich sieht. Ich nehme das wirklich ernst. So, das war es aber auch schon mit den ernsten Themen. Als nächstes würde ich kurz mal sagen, was ich mache und was ich vorhabe noch für Projekte jetzt in nächster Zeit. Seht es ja immer in den Videos, ich habe so einen alten, ja, das ist glaube ich ein alter Esstisch mal gewesen, den ich hier benutze als Werkbank. Der klappert, der wackelt, der ist nicht stabil, ich kann da nichts drauf machen. Und ich wünsche mir eigentlich eine Hobelbank, weil ich möchte halt einfach mehr wirklich mit der Hand arbeiten. Ich möchte hobeln, ich habe mir Hobel gekauft, wenn es auch nur Gebrauchte sind. Aber ist völlig egal. Und da ist halt einfach das Problem, man muss mal was festspannen und so. Deswegen brauche ich eine Hobelbank. Und deswegen wird eines meiner nächsten Projekte eine Hobelbank sein. Und zwar eine sehr, sehr günstige Hobelbank. Weil ich kann für eine selbstgebaute Hobelbank auch schnell mal 800 Euro ausgeben oder mehr, wenn ich die komplett aus Buchenholz mit einer 8 cm starken Tischplatte und Vorderzange, Hinterzange von Veritas und was weiß ich, da bin ich leicht bei 800 Euro. Das möchte ich aber nicht, weil ich möchte... Also einmal kann ich mir es einfach nicht leisten im Moment. Ich möchte aber auch Videos machen, die man vielleicht auch mal nachbauen kann. Und keiner, also ich denke halt immer, wenn ich anfange mit Holzarbeiten und sowas, dann ist die Werkbank ja eine der ersten Sachen, die ich vielleicht brauche dazu. Und gerade da für die ersten Sachen, da will man ja erstmal sich die Werkstatt einrichten und dann möchte man vielleicht noch kein Vermögen ausgeben. Deswegen versuche ich es möglichst günstig zu bauen. So, und für diese ganze Werkbank, also das ist ein Projekt, die Werkbank, das, und dann für diese Werkbank brauche ich aber erstmal noch Sachen dazu, die ich mir in anderen Projekten baue. Das sind zum Beispiel Leimzwingen, weil ich die Tischplatte selber verleimen will, mir aber keine 10 teuren Leimzwingen für 50 Euro das Stück kaufen will. Es geht wieder genau um dasselbe Thema. Ne? Deswegen möchte ich mir die einfach selber bauen. Dann geht es um einen Grundhobel, das heißt einen Hobel, wenn ich eine Überblattung mache beispielsweise, den ich dann oben führen kann und der mir dann unten diesen Grund der Überblattung eben auskratzt sauber. Das ist ein Projekt, was kommen wird. Ein weiteres Projekt wird dann sein, dass ich mir einfach stabile Arbeitsböcke erstmal baue. Das ist nichts Großes, das ist nichts Weltbewegendes. Ich möchte mit
wirklich günstigen Mitteln, Holz und so habe ich schon da, wirklich stabile Arbeitsböcke bauen, wo halt, ich habe so billige Metallböcke, die wenn man, ja, wenn man sie ein bisschen scharf anschaut, fallen sie um so ungefähr. Deswegen brauche ich da stabile, die baue ich mir auch vorher noch. Dann baue ich mir jetzt im Moment ein Kamerastativ, da gibt es auch ein Projekt dann dazu. Und was jetzt gleich kommt, diese Woche wird es am Freitag, glaube ich, kommt es raus. Ich habe ein Riesenglück, weil ich wurde von Bosch ausgewählt als Produkttester für diesen GSR 18V60 FC. Ganz, ganz neu das Gerät. Ich finde es super klasse. Ich habe jetzt schon damit gearbeitet. In dem Video am Freitag gibt es das Unboxing dazu und ein bisschen die Erklärung, was ist alles dabei in dem Paket. Und in den folgenden Wochen wird es dann immer mal wieder was drüber geben, wo ich darauf eingehe. Dann noch eine ganz kurze Sache. Ich soll jetzt bitte nicht nach Betteln klingen oder was, aber ich habe jetzt dreimal, glaube ich, den Kommentar bekommen, dass ich doch bitte das freischalten soll, dass man Mitglied werden kann. Ich habe das auch schon gesehen bei YouTube, bei anderen YouTubern. Da gibt es irgendwo einen Button, da steht dann Mitglied werden, dann zahle ich 5 Euro und dann bin ich halt Mitglied. Habe genau dasselbe wie vorher, aber zahle 5 Euro dafür. Finde ich zum einen ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also wenn ich einen Mehrwert dafür habe, würde ich Geld ausgeben, aber ohne Mehrwert gebe ich ja kein Geld dafür aus, also ich persönlich. Das ist aber nur meine Meinung. Aber ich bin jetzt gefragt worden danach, kann es gar nicht freischalten, weil das kann ich erst ab 100.000 Abonnenten. Wie dann die Welt ausschaut, weiß ich nicht, da habe ich noch 2-3 Wochen Zeit ungefähr. Aber wenn jetzt wirklich, wenn jemand mich unterstützen möchte, ich habe unten immer mein Werkzeug verlinkt, das sind Links, da kriege ich einen kleinen Prozentsatz, wenn ihr irgendwas dann kauft. Das heißt, wenn ihr unten auf einen Link klickt, dann werdet ihr auf die Amazon-Seite verlinkt, wo das Werkzeug steht. Wenn ihr aber dann auch was ganz was anderes kauft innerhalb der nächsten paar Stunden, dann bekomme ich da einen kleinen Prozentsatz davon. Das heißt, wenn irgendjemand tatsächlich das Bedürfnis hat zu sagen, ich möchte ihm jetzt unbedingt was Gutes zukommen lassen, dann macht es auf dem Weg. Da freue ich mich sehr drüber und es hilft mir halt einfach, den Kanal so ein bisschen am Laufen zu halten. So, jetzt wollte ich aber gar nicht mehr lang rummachen. Jetzt kommt die Auflösung der Verlosung. Ich habe das über eine Internetseite gemacht oder ich mache das jetzt live gleich über eine Internetseite. Und zwar habe ich da einfach das Video eingeben müssen und kann jetzt hier einfach per einen Klick mir aus den Kommentaren einen zufälligen raussuchen, der jetzt gleich das erste Paket gewonnen hat. Und zwar das Paket mit der Cappy. Einmal das Paket ist von diearbeitsbekleidung.de. Das ist eine Cappy, das ist einmal der Zollstock, Metermaß, Gliedermaßstab, wie auch immer und die Mütze noch dazu. Vielen Dank nochmal an diearbeitsbekleidung.de. Und der Gewinner dieses Pakets ist der Manuel Bosch. Hat kommentiert, ich schaue jetzt bloß gerade, ja, Hashtag ist drin. Ich werde dann später nochmal nachschauen, ob er auch wirklich den Kanal abonniert hat, aber er schreibt hier, ich habe dich schon lange abonniert, war so Nummer 2. Also von daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Manuel Bosch, du hast das erste Paket gewonnen. Auf meiner Kanalseite ist die E-Mail-Adresse, bitte schreib mir eine Mail mit deiner Adresse, wo ich dir das Paket hinschicken darf. So, dann geht es ums zweite Paket, nochmal eine Cappy von diearbeitsbekleidung.de. Und den Roundy-Block, den Schleifblock mit Absaugvorrichtung. Und dieses Paket, der Winner ist Andy's Woodwork. Andy's Woodwork. Okay, Glückwunsch. Und Annette darf ruhig öfters mal mit auftreten. Ja, vielen Dank auch. Also, Andy's Woodwork, du wärst der zweite Gewinner. Auch für dich, bitte schreib mir eine E-Mail, schreib mir deine Adresse in die Mail und dann schicke ich dir den Roundy-Blog und die Cappy noch zu. Der Roundy-Blog ist von Mirka, ich sage es nur nochmal der Vollständigkeit halber. So, gut.
Also, das war's auch schon. Mehr gibt's gar nicht von mir. Ich habe es ja gesagt, News ist unregelmäßig. Ach so, ich habe noch eine Frage, habe ich noch. Eine Frage noch ganz zum Schluss. Das ist mir persönlich wichtig. Es gibt immer so die Ansicht, man sollte bei YouTube genau seine Upload-Zeiten hochladen. Dann wird sich entschuldigt, wenn es mal nicht genau um 17 Uhr, 19 Uhr oder was weiß ich, hochgeladen wird. Und ich denke mir dann immer, ich merke das gar nicht, wenn irgendjemand nicht pünktlich hochlädt. Also ich stelle mir jetzt nicht einen Wecker, wann genau lädt jetzt derjenige sein Video hoch und kontrolliert es. Also ich persönlich, jetzt nur die Frage an euch, bitte kommentiert es mal, schreibt es mal unten rein. Ist es euch wichtig, dass Videos, ganz egal, ob von mir oder von jemand anders, ist es euch wirklich wichtig, dass Videos immer zu einer fest definierten Zeit kommen? Oder sagt ihr einfach, hey, reicht völlig aus, wenn immer mal was Neues kommt, wenn es so ein bisschen eine Regelmäßigkeit hat, was weiß ich, wenn es alle Woche, alle zweite Woche oder sowas ist. Wenn euch das ausreicht, schreibt es mal bitte unten rein. Das würde mich echt sehr interessieren, ob es da wirklich den Bedarf gibt, dass man sich da selber so einen Druck macht, dass man das regelmäßig hochlädt. So, das war's jetzt, aber wirklich, zweite Abmoderation. Damit sind die Holzbastel-News, die zweiten Holzbastel-News auch über die Bühne. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir auch gerne da das reinschreiben in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, was auch immer. Hier die Glocke anstellen beim Abonnieren. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Holzbastler.